Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Pokémon Go Video. Ich hoffe auch heute gefällt euch das Video wieder, denn es ist wieder vollgepackt mit coolem Gameplay. Es ist das Video nach dem Porygon C-Day. Und ja, hier seht ihr erstmal meinen Forschungsdurchbruch mit Alola Raichu. Zwei Stück zeige ich euch. Und in der Zwischenzeit sage ich nochmal fettes Dankeschön an die, die gestern beim Livestream dabei waren. Danke für eure Unterstützung. War wieder cool. Wir haben auch wieder zwei Mega-Raids im Stream gemacht. Wir haben wieder ein paar neue Abonnenten. Ja, dazu gewonnen. Ich hoffe auch, die neuen kommentieren heute im Video. Würde mich sehr freuen, wenn ihr alle hier wieder versammelt seid. Genau. Wie gesagt, Durchbruch mit Alola Raichu ist nichts Spektakuläres. Und ja, einmal noch müsste ich einen abholen können. Und danach müsste es soweit sein, dass wir dann ein neues Pokémon bekommen. Was es wird, weiß ich noch nicht. Ich werde euch auf jeden Fall zeigen, wenn es soweit ist. Und ja, nicht nur Alola Raichu sehen wir in diesem Video. Ne, wir sehen auch wieder die ganzen Porygon-Shinies, die ich für die Quest bekommen habe, weil ich ja immer das Ticket habe und dann die Quest erledige, um zu sagen, ob es sich lohnt oder ob es sich nicht lohnt. Und dieses Mal hat es sich auf jeden Fall gelohnt, definitiv. Ist ja immer derselbe Ablauf, aber dieses Mal hat man auch die Items bekommen, um es zu entwickeln. Und ihr seht auch hier zu den Mega-Entwicklungen, was hier einmal für die, die noch keine Mega-Entwicklung gemacht haben, ja, wie eine Mega-Entwicklung aussieht, wie der Pokédex-Eintrag aussieht. Der war aber noch am Anfang ein bisschen verbuggt, wie man hier sehen kann. Aber musste ja für die Quest, die es gab, musste man ja einen Pokémon Mega entwickeln. Genau, hier ein bisschen PvP mit Taubos. Genau, ich habe mal wieder in Season 4 gekämpft, um die erste Stufe zu erreichen. Es war ja teilweise wieder eine Quest dabei mit Kämpfe gegen einen anderen Trainer für die Mega-Energie von Bibor. Habe ich gemacht und deswegen seht ihr jetzt zweimal PvP-Begegnungen. Einmal das Taubos, was man auf Stufe 1 oder Rang 1 direkt safe bekommt. Und einmal Dratini, das hat mich natürlich sehr gefreut. Und ansonsten, ja, was findet ihr jetzt besser mit den Fanrate-Pässen? Weil ich finde es irgendwie besser. Ich mache jetzt irgendwie mehr Raids als vorher. Ihr seht jetzt auch noch im Gameplay zwei Gluraks, die ich fangen kann und ein Cresselia. Ich habe einmal Cresselia mitgemacht, um meine Leute in der Raid-Gruppe zu unterstützen. Die mussten ihn noch unbedingt machen. Die wollten halt einen Shiny haben. Mich hat es halt nicht gejuckt. Das gleiche war mit Heatran, mit Arctos und jetzt auch mit Zapdos, was kommt. Ich bin nur scharf auf die Megas. Ich muss noch einen Megataubos machen. Ich hoffe, ich finde mal bald eins. Und ihr werdet es nicht glauben. Erster Wurf. Ich habe es natürlich wieder passend zusammengeschnitten. Aber erster Wurf, Sananabeere drin. Das war geil. Ihr seht es ja auch, ich habe noch nicht so viele Bonbons. Ich habe einmal Cresselia aus der Forschung bekommen, die man damals machen konnte, nach dem Go-Fest. Genau, mit Strauchler. Das ist dann mein zweites. Ich habe mich damals nicht so viele Raids gemacht. Wie gesagt, jetzt mache ich jede Menge Raids. Aber ich mache nur eigentlich teilweise die, die mich interessieren. Und die Megas interessieren mich halt am meisten. Und ja, die habe ich noch vor dem Stream gemacht. Wie gesagt, im Livestream haben wir ja auch zweimal Mega-Glurak gemacht. Das war auf jeden Fall sehr cool. Ich hoffe natürlich, euch konnte euch helfen. Und werden wir auch wieder in Zukunft sicherlich öfters machen, solange es noch die Fanrate-Pässe gibt. Natürlich gehen die in die Münzen und ins Geld. Aber ja, warum nicht, ne? Wenn man Spaß dran hat. Deswegen, wie gesagt, macht ihr mehr Raids, seit es die Fanrates gibt. Oder ist es gleich geblieben, könnt ihr natürlich, wie gesagt, gerne in die Kommentare schreiben. Und dann haben wir natürlich, wie gesagt, die zwei Glurak-Begegnungen. Bisher habe ich noch keine Gutes bekommen, weil meistens irgendwie kommt immer nur Glurak zustande. Dann haben wir, ich weiß nicht, wie oft Totok gemacht, ein- oder zweimal bloß. Bisaflor bisher noch nicht gemacht, der taucht auch irgendwie nicht bei mir auf. Und wie gesagt, auf Taubos warte ich noch, den will ich unbedingt haben. Ja, und deswegen ganz oft Glurak. Genau. Jetzt kommen natürlich noch die Bilder. Ich hoffe, ihr habt dran gedacht, Fotos zu machen. Die ersten 5 Fotos, die ihr gemacht habt, hatten immer eine Porygon-Begegnung für die, die auch keinen Spawn hatten. Genau. Ihr seht jetzt wieder 20 Sekunden lang ein Bild. Immer so eine, so ein Muster bei mir. Also einmal Porygon, das C-Day-Pokémon. Jetzt natürlich, weil ich schon das Shiny gefangen hatte, dann als Shiny. Genau. Das mache ich ja immer mit dem Shiny, wenn ich ein Shiny bekomme. Dann jetzt, weil ich ein Krypo hatte, das seht ihr im nächsten Bild mit Krypo. Und dann natürlich mit den Weiterentwicklungen, je nachdem, ob es jetzt ein oder zwei hat. Ansonsten ab und zu noch mit meinem Buddy oder mit einem Pokémon, was passend dazu passt. Genau, hier Krypo ist auch ein gutes, aber ja, bringt leider nichts, weil er ja, wenn man ihn entwickelt, trotzdem die Attacken hat, soweit ich weiß. Wenn ich mich da
getan haben sollte und der trotzdem Triplett erlernt hätte, dann einfach mal gerne in die Kommentare, einfach mal bitte gerne verbessern. Ja, man kann ja sich auch mal vertun, man kann ja nicht alles wissen. Ja, Porygon 2 sieht aus wie eine Quietschente und Porygon Z dann als letztes Bild, genau. Leider hier immer die gleiche Pose von Porygon, das fand ich bei Carpador interessanter und cooler. Aber okay, ich bin mal gespannt, was, wenn ihr dieses Video seht, ist natürlich das Event schon online, was wir bei den Fotos bekommen als Fotobomb, wenn das neue Event läuft. Ich hoffe, ihr habt euch gut vorbereitet. Ihr werdet dann sehen, dass mein Buddy dann gewechselt wird. Das habe ich aber schon öfters gesagt. Pichu wird ersetzt für Mega Bibor. Genau. Und dann gucken wir mal. Wir haben ja ganz viel Energie für das gesammelt. Für Mega Bibor. Nämlich hier. Mit Megakampf-Herausforderungen. Genau. Und die konnte man auch schon machen, um einige Items für Porygon zu bekommen. Aber die waren ja nett für die, die es nicht geschafft haben, die keine Raids machen konnten, dass man eine ganz einfache Quest hatte am C-Day. Die seht ihr auch gleich, wie ich die abschließe, wo man auch Items für Porygon bekommt. Und ja, für die Ticketinhaber gab es auch wieder die Items. Das war natürlich auch nötig, weil man ja auch dafür die Quest entwickeln muss. Genau, die Pokémon-Begegnung dafür, dass man Mega-Raids machen musste, waren jetzt nicht so heftig. Pinsir und Roserade. Ja, für neue Spieler gut, für mich eher uninteressant. Ja, weil ist halt so, ne? Ich brauch die nicht. Ich hätte gern andere Pokémon. Aber ja, man muss halt alle bei Laune halten. Und es gibt halt welche, die haben noch kein Pinsir oder Roserade. Ich weiß gar nicht, ob es bei mir der neue Pokédex-Eintrag war, ob ich den schon mal entwickelt hatte oder ob ich den jetzt als Pokédex-Eintrag bekomme. Müsst ihr jetzt im nächsten Clip gleich sehen, wenn es soweit ist. Genau. Ich weiß nicht, wie fandet ihr die Quests? Cool? Nicht cool? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und könnt natürlich auch gerne wieder schreiben, wie der C-Day gelaufen ist. Und wenn es euch gefallen hat, natürlich gerne auch wieder ein Like da lassen. Schreibt gerne rein, wie viele Shinies ihr hattet. Einige haben es ja schon im Livestream geschrieben, aber manche haben mir den Livestream eventuell verpasst und sehen jetzt das Video und fragen sich, war das Ticket wirklich gut? Lohnt es sich? Ja, dieses Mal hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Ich mache das ja auch extra, dass man sich das angucken kann, um zu entscheiden, ob man diesen Euro bzw. die 99 Cent investieren soll. Auf jeden Fall bei Porygon hat es sich auf jeden Fall gelohnt, weil der Wert an Items, der war auf jeden Fall mehr wert als ein Euro. Und ja, ich hatte diesmal Glück, aber das seht ihr gleich, ich will euch ja nicht spoilern. Und die Shinies, wie immer, am Ende des Videos, also wer die Shinies sehen will, einfach bis zum Ende vorspulen. Genau, das war die erste Quest, wo wir das Upgrade und den Sinnohstein bekommen haben. Und ein bisschen Erfahrungspunkte, das war für jeden verfügbar, da braucht man kein Ticket für. Hier dann die Pokémon-Begegnung mit Porygon. Die erste aus dem Ticket war mega cool. Ich war mega happy, ich habe mich mega gefreut. Shiny Luck, das hatte ich noch nie. Das ist dann das erste Mal, dass ich aus dem Ticket ein Shiny bekommen habe. Die können ja auch ein Shiny sein und haben eventuell sogar bessere IV. Leider kein Glück, aber das hat sich auf jeden Fall definitiv für mich gelohnt. Natürlich ist das Glückssache, aber auch, wie gesagt, allein schon von den Items, die man bekommen hat. Und so hat es sich gelohnt, es lohnt sich. Und ja, es macht ja wieder Spaß, nur eine kleine Quest zu machen am C-Day. Nicht nur stumpf die Pokémon fangen und Shinies suchen. Und dann das Zweite, was man bekommt, läuft ja immer gleich ab. Also für den nächsten C-Day mit Glumanda, wenn ihr überlegt, holt es auf jeden Fall euch definitiv. Man kriegt nämlich immer zweimal das Pokémon, was C-Day ist. Einmal die Weiterentwicklung und einmal die Endentwicklung, wenn es eine Zwei-Stufen-Entwicklung ist. Halt einige Items. Man muss natürlich Power-Ups machen, man muss die entwickeln und Pokémon verschicken. Eigentlich das, was man macht. Und halt Pokémon fangen. Also für wenig Aufwand kriegt man eigentlich viel Gutes. Und halt auch einiges an Bonbons, dass wenn man nicht so viele Bonbons hat, wenn man gerade erst neu angefangen hat, dass man auch entwickeln kann. Aber das sollte eigentlich kein Problem sein, weil man so viele Bonbons während des Seedays, wenn man spielt, bekommt. Also von daher, wie gesagt, wenn ihr das Video später guckt oder euch informieren wollt, ob sich das Ticket für Glumanda lohnt, definitiv, ich werde es mir auf jeden Fall auch wiederholen, wenn es eins gibt. Angekündigt ist ja noch kein Ticket, aber sehr wahrscheinlich wird eins wieder angekündigt, ein Ticket. Deswegen, nur als Information, deswegen mache ich das Video und auch um meine Shinies zu zeigen und auch ein Video für euch zu haben, für die Leute, die den Livestream verpasst haben, falls ihr ihn verpasst haben solltet. Genau. Und dann schließen wir es mal ab. Die Aufgaben, wir haben ja auch ein Porygon 2 bekommen, ein Knurst, das ist auch sehr gut, werde ich auf jeden Fall auch nutzen, weil die Dauer von Knurst hält auch länger, das heißt für Bibor wird der verfüttert
Und dann kann Bibo schön auf der Karte rumlaufen, weil sehr wahrscheinlich müssen wir viele Interaktionen mit unserem Mega-Pokémon machen. Aber das sehen wir alles morgen früh um 8 Uhr. Also ich nehme das Video schon vorher auf, kommt aber erst morgen Nachmittag online, damit es auch alle pünktlich sehen. Und dann noch die Begegnungen. Ein Porygon-Z, genau. Das kommt auch noch dabei rum. Ja, natürlich habe ich da versucht, noch ein bisschen an Bonbons zu bekommen, weil ich wollte ja noch einen guten, falls ich noch einen guten bekommen hätte, entwickeln. Ich glaube, ich habe sogar einen im Livestream entwickelt, weil ich einen 96%igen gefunden habe. Leider kein 100er mal wieder. Habt ihr einen 100er bekommen? Aber dafür wieder, ich glaube, insgesamt, wenn ich mich nicht verzählt habe, müssten es 7 Shinies aus dem Livestream und hier in dem Video sind es 3 gewesen, also waren es 10 Shinies. Denn jetzt zeige ich euch die Shinies. Alle Wetter geboostet, das heißt auch noch schön mehr Sternstaub. Das war natürlich sehr cool und sehr geil. Und ja, wir haben ja ein sehr hohes WP-lastiges Porygon bekommen. Leider aber, ja, von der IV her nicht so gut. Und dann zeige ich euch natürlich noch das zweite. Das will ich euch ja auch nicht vorenthalten. Und wie gesagt, ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen. Wieder einiges Cooles an Gameplay. Und dann gucken wir mal, dass ich euch dann zum nächsten Mal das nächste Video auch wieder cooles Gameplay präsentieren kann. Ich hoffe ja dann zu der befristeten Quest mit den Mega-Pokémon, mit denen man sich anfreunden muss. Und dann sage ich mal danke fürs Zusehen. Hoffe, wie gesagt, es hat euch wieder gefallen. Ich hoffe, es war hilfreich, der Tipp mit dem Ticket, dass es sich auf jeden Fall lohnt. Und dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Video oder Livestream wieder. Bis dahin und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.